So. Ah, jetzt habe ich Frame-Einbrüche. Ich glaube, ich spinne. Geht doch. Seht! Die feige Mua! Die Wunden, die wir heute davon trugen, lindern. Der Sieg ist unser! Aber ganz knapp, Leute, aber ganz knapp. Aber damit haben wir die Mailänder vertrieben aus unserem Gebiet. Fragen wir sie doch noch, ob sie für ihre Gefangenen Lösegeld bezahlen möchten. Nein. Der Feind liegt besiegt am Boot. Wir waren siegreich. So, heiraten, jawohl, neue Mission. Dass ihr nicht länger das Blut eurer Mitchristen vergießt. Ihr werdet exkommuniziert. Seid ihr wieder versöhnt? What the fuck? Wollte mich zu mir. Papstwahl. Okay, ich habe sehr gute Chancen, dass wieder mein Papst ins Kardinalskollegium einzieht. Auf den Heiligen Stuhl klettert. Weil ich weiß ganz genau, die Polen, die werden für mich stimmen. Hallo? Darf ich vielleicht was machen oder so? Hallo? Hallo? Okay, Leute, ich pausiere mal ganz kurz. So, da bin ich wieder. Aus irgendwelchen Gründen hat er noch irgendwas geladen. Ja, wir sind immer noch bei der Papstwahl. Papst-Kompanie. Jawohl, und unser Kardinal ist auf den Heiligen Stuhl geklettert. Ausgezeichnet. Von Schottland. Nevin, der Missionar. Ja, die Spanier haben auch für mich gestimmt. Ja, Lothar, fick dich ins Knie. Unser Papst sitzt wieder auf dem Heiligen Stuhl. Was bedeutet, unseren Feinden geht schlecht? Ja. Ja, ist ja gut jetzt. Mission gescheitert. Gut, Ergebnis einer Seite. Ein ehrenvoller Tod in der Schlacht. Mated von Sutherland. Ja, tut mir leid für dich. Ihr merkt, das ist allmählich. Also, der Hexenkessel Europa ist nach wie vor ein Hexenkessel. Und Portugal ist wieder versöhnt. Ich glaube, ich spinne. Und ich habe Frame-Einbrüche. Bau genehmigt. Die Kathedrale in Edinburgh. Jawohl. Beziehungen zu den Papststaaten gut. Hochzeitsfeierlichkeiten. Duncan Melkelane und Alicia Melkelane. Und Beziehungen zu den Papststaaten perfekt. Das wird sich bald ändern, habe ich so das Gefühl. Ja, die Mailänder greifen mich hier wie erwartet an. Kämpfen ist Gold. Ja. Ja, mein König. Die Franzosen dürfen uns jetzt so schnell nichts mehr tun, glaube ich. Boah, ich dachte jetzt schon, Frankfurt wäre von Rebellen eingenommen worden. Gottes Willen, ey. Okay, die Dänen haben hier fucking viel, aber das interessiert uns nicht, denn wir lassen uns davon jetzt nicht beeindrucken. Wir machen jetzt einfach mal unser Ding weiter hier. Dann dauert es in Nottingham. Boah, die Waffenkammer. Aber diese Adelsschwertkämpfer, da rekrutiere ich jetzt mal ein paar davon. Ich habe, glaube ich, kein Schiff mehr, ne? Es ist, glaube ich, alles versenkt worden. Deswegen rekrutiere ich noch ein Schiff, damit ich diese guten Jungs auch aufs Festland rüberbringen kann. Wie kann ich dienen? Ihr wünscht die Hilfe der Kirche, mein Herr. Ja, wegen 5 Metern. Möge Gott die Unreinen entlarven. Die Franzosen haben eh nicht mehr viel. Die haben nur noch Reims und Paris, soweit ich das sehe. Befehle, Herr. Eure Befehle? Gut, euch muss ich jetzt nach... Männer, marschiert! ...nach Bern zurückschicken. Mein König. Ja. Genau, in Dijon war die Armee jetzt führerlos. Natürlich. Deswegen schicken wir da jetzt den MacDobran Canmore hin. Oh, was die hier alles haben, hey, das ist ein bisschen zu krank für meinen Geschmack. Gut. Toulouse ist schon eine Festung, das belassen wir auch dabei. In Bordeaux dürften wir jetzt eigentlich schon unseren Diplomaten, genau, den schicken wir dann auch da gleich zu den Spaniern und... Es ist mir eine Ehre, mein König. Wir hoffen jetzt einfach mal... Wir marschieren, mein König. Genau, hier wollte ich jetzt erstens mal eine Befestigung errichten. Errichte ein Fort zur Verteidigung, ehrenhafter Herr.
damit die Gegner hier nicht so schnell rüberkommen können. Mein König! Vorwärts! Das besetzen wir auch gleich mal ein bisschen. So, hier sieht es doch jetzt schon überall ganz schick aus. In Dijon müssen wir was reparieren. Ja, die Mauer, ich sehe schon. Wir dürfen jetzt alles wieder in Auftrag geben. Die Schwuchteln alles kaputt gehauen haben. Oh, in Staufen haben wir noch einen sehr hohen Steuersatz. Der ist aber trotzdem die öffentliche Ordnung noch perfekt. Deswegen lassen wir den auch mal sehr hoch. Wo sind eigentlich meine ganzen Mörder, sag mal? Ich glaube, da muss ich mal ein paar rekrutieren hier. Halt, das sind Spionen, Attentäter. Kann ich in Metz auch einen rekrutieren? Nee, schade. Aber in Metz, was ich da mal rekrutieren kann, ist Speermiliz. Die werden wir brauchen. In Dijon können wir einen Attentäter rekrutieren. Das ist ausgezeichnet. Ja, wir schauen jetzt einfach mal, dass wir uns mit den Spaniern relativ gut stellen. Ich hoffe, ich erreiche die noch, bevor die irgendwie ein Bündnis mit Portugal eingehen. Das wäre ein bisschen scheiße jetzt. Ja, mein König. Ja, Herr. Nichtsdestotrotz. Rücke vor, mein König. Die Portugiesen sollen meinen Zorn zu spüren bekommen. Es ist mir eine Ehre, mein König. Ja, mein König. So. Natürlich. Zack. Bisschen Verstärkung. Ihr dürft nach Angers rein. Hier tun wir natürlich fortbilden. Ja, sieht soweit schon ganz nett aus hier überall. In Dublin. Dublin, genau, stimmt. Das hätte ich beinahe vergessen. Das hat ja die nächste Stufe erreicht. Da gehen wir jetzt auch wieder primär auf Handel. Was ich in Städten, die auch so fernab vom Schuss liegen, wie jetzt zum Beispiel Dublin, immer empfehle. Gut, wieder eine ereignisreiche Runde. Puh, also ich hoffe jetzt wirklich, ich glaube, hier wird es sich nicht schlecht machen, wenn wir noch so ein Bataillon hier rekrutieren. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Franzosen nichts Dummes machen. Der Feind belagert uns, mein König, aber wir werden nicht aufgeben. What the fuck? Ich bin in der Überzahl, du Schwuchtel. Oh, Leute. Heute machen wir unseren König stolz. Also macht euch bereit. Das hoffe ich für euch, dass ihr mich stolz macht. Ich sag's euch. Wäre, wenn nicht. Nein, aber ein guter König bzw. ein guter Feldherr hat immer eine Apfelschale neben sich stehen, die ihn stärkt. Also wie gesagt, sorry an alle diejenigen, die mehr die Fans von der Kampagnenkarte sind. Heute ist eindeutig. Einheiten, wartet auf meine Befehle. Heute ist eindeutig nicht der Tag des Kampagnenspiels. Speermauer. Wie sehen denn die aus? Die sehen doch auch edel aus. Schwere Pikenmiliz. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Naja, also so tolle Sachen haben die da draußen auch nicht, so wie ich das sehe. Größtenteils Belagerungswaffen. Und Armbrust... dieser Genua-Armbrustschützen. Ich kann nicht sagen, wie froh ich bin, wenn Mailand vernichtet ist. Wir müssen mal irgendwie eine Möglichkeit finden, gegen die Mailänder vorzugehen. Also... hier klappt es wenigstens mit den Toren, ja? Nicht so wie bei... Du hörst schon. Ach du Fuck. Ich glaube, da geht unsere Mauer kaputt. Aussieht, werden wir wohl ausbrechen müssen.
Geh nur Armbrustschützenmiliz, bevor die auf die Mauern kommen. Fickt euch. Ach, die Genua-Ambus-Schützen, die konzentrieren sich jetzt voll auf den Angriff hier. Das ist natürlich etwas, was mir sehr gut gefällt. Was bedeutet, ihr seht schon, dass man mit diesen Echtzeitschlachten kann man echt viel drehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf automatisch berechnen geklickt hätte, hätten wir verloren. Genauso wie in der Schlacht davor auch. Sieht doch schon ganz gut aus. Die können ruhig weiter auf unsere Mauern schießen. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Oh, fuck. Schießen wir gar nicht mehr auf unsere Mauern. War das jetzt der feindliche oder unserer? Ah, die haben ihren eigenen Hauptmann umgebracht. Ja, ist ja göttlich. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Uns aber beeilen, weil ansonsten ficken die mich hier. So, bevor die jetzt wieder das Ballern anfangen. So. Die feindliche Tribok-Mannschaft ist nur mit Messern bewaffnet. Und ihr seht schon, wie gesagt, hätten wir es jetzt automatisch berechnet, hätten wir 100 pro verloren. Es kommt eben viel auch auf diese Echtzeitschlachten drauf an. Also bei diese Genua-Ambus-Schützen, ich sag's euch Leute, das ist echt, also das ist jetzt Gott sei Dank hier nur Miliz. Weil die wahrscheinlich keine Burg haben, die Mailänder. Die versuchen uns ja schon einen abzunehmen, händeringend. So. Die Mannschaften der Belagerungswaffen wurden allesamt geschnetzelt. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. So. Ja, es wäre jetzt natürlich eigentlich ganz gut, wenn die jetzt auch noch die Flucht ergreifen, weil dann habe ich die Schlacht nämlich gewonnen. Der Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Dann behalte ich Marseille nämlich. Er greift halt an jetzt. So. Was ist denn das hier? Stonehenge oder was? Und das bei Marseille, das glaube ich aber mal nicht. Ja, jetzt bräuchte ich halt auch. Die feindliche Armee. Ja, geht doch. Alle zivilisierten Völker werden beeindruckt sein von dem Sieg. Von dem Sieg, ja. Jetzt haben wir ihn leider unterbrochen, den guten, aber den Spruch kennen wir ja schon. Jawohl. Lösegeld abgelehnt. So, damit haben wir hier auch erstmal wieder Ruhe im Karton. Ach, hier versuchen sie sich verzweifelt zu wehren. Jetzt hoffe ich, das Kräftegleichgewicht ist zu meinen Gunsten. Ja, das ist ja natürlich sowas von logisch, dass wir jetzt gleich in die nächste Echtzeitschlacht dürfen, weil wir da auch unterlegen sind. Naja, Leute, ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, dass ich jetzt die ganzen 2 Stunden in Echtzeitschlachten verbracht habe und ich sage mal, mit der Eroberung Europas etwas in Stocken geraten bin, aber wie gesagt, 3 Feinde zu haben, das ist halt einfach nicht lustig, also das wünsche ich nicht keinem von euch gleich zu Anfang.
dass er so viel Feinde hat. So wie ich. Der Feind bringt Verstärkung. Fernkampfkavallerie. Okay. Fernkampfkavallerie. Fernkampfkavallerie. Da bräuchte ich jetzt natürlich. Da bräuchte ich jetzt natürlich viel Nahkampfkavallerie. Ne? Ein bisschen was habe ich ja.